Die Software kennt verschiedene Arten manueller Maße. Dazu gehören Einzelmaße, automatische Mehrfachmaße sowie Mehrfachmaße über Endpunkte. Für Einzelmaße starten Sie das Eingabetool und setzen den ersten Maßpunkt. Zoomen Sie dicht genug heran, um eine exakte Eingabe zu gewährleisten. Halten Sie dann die Steuerung-Taste gedrückt, um das interne Winkelraster zu aktivieren, damit Sie eine gerade Maßlinie ziehen. Bei der Bemaßung über Endpunkte geht es darum, eine individuelle Maßkette zu erzeugen. Die ersten beiden Punkte definieren dabei den Verlauf und danach können Sie beliebige Punkte aus dem Grundriss abgreifen. Die Eingabe beenden Sie mit Enter oder über das Kontextmenü und anschließend erfolgt wieder die Platzierung. Die automatische Mehrfachbemaßung ermittelt unter ihr liegende Bauteile wie Wände, Fenster und Türen. Daher erfolgt die Eingabe auch nur mit zwei Maßpunkten mit anschließender Positionierung, wie beim Einzelmaß. Automatische Mehrfachbemaßung wird auch verwendet, um Fenster und Türen in der Fassade mit Breite und Höhe anzuzeigen. Geben Sie dabei einfach die Maßkette entlang der Außenseite einer Außenwand ein. In Schnittansichten verwendet man neben den normalen Maßen zusätzlich sogenannte Höhenquoten, um Niveaus auszuweisen.